Hey Leute, eigentlich ist das hier ein Frag-In-Webmaster-Video, ne? Aber wenn ich jetzt so die Wolken ansehe, das sieht schon heftig aus, oder? Krasse Scheiße, ey. Gut, jetzt muss ich mal eben gucken. Zwiebel, mein Bester, wo bist du? Da. 5 Fragen von Zwiebel. Zwiebel, erstmal super, super vielen lieben Dank, dass du mich seit fast 2 Jahren unterstützt. Mit deiner Zeit, mit deinem Support, mit allem drum und dran. Bist ja mehr so der Chat-ruhigere, aber ich kenne dich ja, du bist ja auch im echten Leben so mehr der Ruhige. Und ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich weiß, dass du gerne öfter Fortnite sehen würdest, wobei das ein Thema ist, was jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieses Video gehört, aber ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und auch, dass du, ja, ich glaube, fast seit der ersten Stunde dabei warst. Also Kuss geht raus. Und jetzt kommen wir zu deinen Fragen. Wie bist du zum Streamen gekommen? Inspiriert? Dazu habe ich tatsächlich einen Vlog gemacht, Ronny. Den ersten oder zweiten Vlog. Da hat Gerrit schon gefragt. Das hat tatsächlich noch, es hört sich blöd an, mit Montana Black zu tun und der Fortnite-Karriere. Habe ich da wirklich, glaube ich, sehr ausführlich. Also ich suche das sonst mal raus, in welchem Video das war. Wäre aber, glaube ich, sonst zu doppelt. Da habe ich wirklich sehr ausführlich darüber gesprochen. Welche Ziele hast du? In welche Perspektive meinst du denn? Meinst du jetzt Richtung Twitch oder privat oder beruflich? Also ich sag mal gesundheitlich, gesund bleiben. Oder wobei das ja ein Wunsch ist. Ein Ziel kann man das ja, wenn ich jetzt krank wäre, hätte ich das Ziel wieder gesund zu sein. Aber das mit dem Fuß, das wird ja einigermaßen wieder. Von daher, ja, gesundheitlich passt es. Beruflich, was meinen normalen Job angeht, ist mein Ziel, sage ich mal, dass es so bleibt, wie es ist. Also ich sag mal, es ist ja immer noch Kurzarbeit, es ist immer noch schwierig vom Kundenverhalten her. Und mein Ziel, wobei das ist auch eher ein Wunsch, dass es so bleibt, wie es ist, eher tendenziell etwas besser wird, aber ich kann es nicht beeinflussen. Meine Ziele sind selber, ja, wobei Ziel und Wunsch ist relativ gleich. Also klar wäre ein eigenes Haus natürlich toll. Klar wäre konstantes, schnelles Internet toll. Das wäre ein Ziel. Klar wäre das schön, wenn Twitch so groß ist, sag ich mal, in unserer Community, dass ich auch so gefühlt machen kann und sagen kann, gut, okay, die 40 Stunden Arbeit, die lassen wir mal beiseite, wir machen das nur noch hier. Aber es ist auch ein langer Prozess. Also darüber wollte ich ja nochmal ein extra Video machen, was das mit Twitch ist und viele in der Schule sagen, oh, ich werde jetzt YouTuber und Streamer. So einfach geht das nicht. Du kannst nicht einfach auf Start Stream drücken und auf mal sprudelt das Geld. Also so funktioniert das nicht. Also es gibt auch heute noch Leute, auch Leute, die ich verfolge, die es, ja, ich will nicht sagen, nicht drauf haben, aber ja, wie soll ich das denn sagen? Also André hatte, kennt ihr jeden, also ich weiß nicht mehr, wie die gute Dame hieß, aber die hatte einen Spendenbalken, Eigentumswohnung 440.000 Euro. Mal ganz im Ernst. Also selbst wenn ein Montana Black so einen Balken hätte. Nein. Wenn das jetzt wieder wäre, keine Ahnung, 20.000 Euro, weil Person X hat eine ganz seltene Krankheit und braucht eine Delfintherapie und dann besteht die Chance zu so und so 4%, dass es wieder geht. Das ist dann ja schon wieder was ganz anderes, aber, weiß ich nicht. Also schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Schwierig. So sieht's aus. Von dem her, ja, ich glaube, Ziele und Wünsche sind sehr, sehr gleich. Ich sage zwar auch immer ganz gerne, man sollte ein kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Ziel haben, aber diese Ziele sind ja auch irgendwo Wünsche, oder nicht? Weil so Thema Haus oder nochmal ein anderes Auto oder so ein richtiges Streaming-Studio, sag ich mal. Ich habe ja schon Hollywood 2.0 am Start, aber die eine Schräge, die nervt doch so ein bisschen. So einen eigenen Raum, wo man das wirklich so hat, wie man das wirklich haben will, das wäre schon toll, aber das ist auch irgendwo ein Luxusproblem. Also es sind Ziele und Wünsche irgendwie zugleich. Wann machst du wieder eine LAN-Party? Ich will nicht, also es wäre gelogen, wenn ich gar nicht sage, aber der Wunsch nach einer LAN-Party hält sich gerade in Grenzen. Es ist immer noch Corona,
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber die Fallzahlen steigen wieder und es ist ja auch immer die Frage, wie viele Leute dürfen sich treffen, wie viele Hausstände dürfen das sein. Und für eine LAN-Party gönnt für mich 4, 5 Leute da sowas. Aus der Ehren-Community würden mir bestimmt ein paar Leute einfallen, aber so aus dem Freundeskreis würden wir, glaube ich, nicht auf 4, 5 Leute gerade kommen, weil die Interessen einfach zu weit auseinander sind. Was kein Hate ist, also nicht falsch verstehen, aber nee, also ich glaube nicht. Und gerade die Spiele, die wir jetzt gerade spielen, da würde man, glaube ich, das ist online, ich will nicht sagen geiler, aber ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal, ich weiß nicht, wann so eine 3080 oder wie auch immer heißt, ob ich mir so eine mal kaufen sollte, würde, wie auch immer, dann hätte ich die 2080 die im Streaming-PC und dann hätte ich das ja wirklich so, wie ich es von Anfang an geplant habe. Dann hätte ich 2 PCs, auf denen man auf beiden zocken könnte und dann wäre das auch kein Problem, auch vor allem wegen Duo Formel 1 zu streamen oder andere Spiele, wenn André jetzt zum Beispiel da ist. Das ist aber noch nicht der Fall. In dem Streaming-PC ist eine 79 drin und der streamt ja auch gerade und das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Was gefällt dir mehr, Star Wars oder Star Trek? Mit Star Trek habe ich nicht viel am Hut. Ich habe Star Trek Beyond oder sowas hieß das, glaube ich, mit Chris Pine geguckt. Auch cool, aber mit der Serie von früher absolut keine Beziehung. Ich bin der Star Wars-Typ. Kein Ultra-Fan, aber ich kenne jeden Film. Mitsprechen kann ich nicht, aber naja, Chewie und Co. sind schon cool, ne? Und naja, unsere neue Luke Skywalker hätte ich fast gesagt. Wie hieß sie noch? Lara? Nee. Rey? Rey, ne? Rey? Ja. Ist schon eine coole Sau. Muss ich schon sagen. Also definitiv mehr Star Wars. Wie stellst du dir deine Zukunft mit dem Stream vor? Dass wir das weiter ausbauen? Also, wenn ich jetzt so die letzten Tage auf Stream sehe, ich das Einzige, was ich mir eigentlich nur wünsche, Stand heute, ist, dass das Internet, dass die Verfügbarkeit des Internets stabil ist, dass mein Upload stabil ist und wenn es irgendwie möglich ist, auch noch mehr. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt, glaube ich, weiß nicht, 6 Videos oder sowas aufgenommen, Vlog kommt auch noch. Und ja, das dauert die ganze Nacht hochzuladen und ich wäre noch flexibler, wenn das Internet schneller wäre. Das würde ich mir. Ja, wobei das hat mit Stream nicht viel zu tun, aber das hat mit der Streaming-Karriere, sag ich jetzt einfach mal, auch wenn ich das ein blödes Wort finde. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Ansonsten, sag ich mal, wenn es eines Tages, wie gesagt, dazu kommt, dass wir doch da mal von leben können, sehr gern. Wobei der Zuspruch, der ja auch heute da ist, unglaublich ist. Das ist schon echt heftig. Also, wie hast du das wünschen, glaube ich, hast du gesagt, ne? Musst du mal eben gucken. Wie stellst du dir die Zukunft in dem Stream vor? Ja, schwierig. Also, das steht und fällt ja auch logischerweise mit euch. Also, ich sage ja immer, ein Streamer funktioniert nur mit Community und andersrum ja genauso. Also, ich mache genauso weiter wie bisher. Ich mache mit den Frage-Invert-Videos weiter. Ich versuche neue Formate zu etablieren. Ich versuche mit den Spielen vielseitig zu sein. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Weil dann bin ich ich selber. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt ein Spiel zu spielen wie Minecraft zum Beispiel. Nichts gegen Minecraft-Spieler. Ich habe da keinen Bock drauf. Und das würde man dann auch sehen. Man hat es bei Pummelparty gesehen. Das war leider absolut nicht meins. Vielleicht haben da auch andere Faktoren mit eingespielt. Ich würde dem doch mal eine Chance geben, natürlich, klar. Aber ja, weiter expandieren im Prinzip. Ne? Ich sage ja mal, es ist so meine Firma im Prinzip und ich finde, wir alle zusammen, wir sind einfach ein geiles Paket. Wir sind eine geile Firma, wir haben Spaß, wir haben Lachflashes, wir haben auch mal einen Rage, na klar, aber auch bei Formel 1 zum Beispiel letzte Woche ist es ja, obwohl es ja eigentlich vorgestern war, wo wir Internetprobleme hatten, den Sonntag. Wir waren, keine Ahnung, 40, 50 Leute und wir hatten so viel Spaß, obwohl das Internet bestimmt eine Stunde lang für den Arsch war. Das hat so gebockt, das war einfach so geil. Und ja, von mir aus jeden Tag so. Also dabei ist es egal, wie viele am Start sind, sondern es muss Bock machen. Wir müssen Spaß haben und ja, was heißt wir müssen? Die Leute, die keinen Spaß haben, raus. Also so Spielverderber oder so Spaßbremsen oder Leute, die sagen, welche Personen in irgendwelchen Spielen sterben, ganz ehrlich,
weg mit euch. Also, ich liebe die Ehren-Community, ich liebe die neuen Leute, die zur Ehren-Community dazugekommen. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Ehren-Community sein darf. Und ich danke dir, ich danke euch. Und wenn auch du mir Fragen stellen wollt, joint wie gesagt den Discord-Server, stellt mir die Fragen und dann gibt es auch ein YouTube-Video. In dem Sinne, super vielen lieben Dank, Kuss geht raus. Und ja, wir sehen uns im Livestream, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, im Vlog, wie auch immer. Kuss geht raus. Gerne liken das Video, kommentieren oder auch vielleicht teilen. Aber macht bitte eins nicht, nicht irgendwie in andere Streams gehen und sagen, ey, der Invent Master ist ja geil, bla 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 bla. Solche Werbung ist nicht cool. Wenn jetzt zum Beispiel der Ehrenbruder Radler als Beispiel sagt, Kuss geht raus an der Stelle, ey Mensch, wen wollen wir denn raiden? Ich habe gerade keine Idee als Beispiel. Und dann sagt jemand von euch, ey Mensch, Invent Master ist online mit das und das oder sowas. Dann dürft ihr das gerne machen. Aber ansonsten nicht irgendwie zu krass Werbung machen oder sowas. Also das fällt ja wieder auf mich zurück und das nicht. Also davon distanziere ich mich logischerweise. Denn lieber offline raiden, ne Blacky? In dem Sinne, Kuss geht raus und bis zum nächsten Video.